Hätte ich mal einen Kübel Wasser mitgebracht. Oder 20. Ja, insofern gehen wir jetzt erstmal hier weg. Und werden aufbrechen nach Niflheim. Und zwar nach hier. Das ist ja auch eines dieser Tore, die wir jetzt erst neu freigeschaltet haben. Und da können wir auch gegen einen weiteren Berserker kämpfen. So. Hallo Welt. Berserker, Grabsteine und irgendetwas Unentdecktes. Hi. Na, wie kommen wir denn jetzt hier weiter? Müssen wir da runter? Ernsthaft, wie kommt man hier gerade weiter? Ich glaube hier drüben irgendwo, ne? Hä? Ich verstehe gerade nicht, wie man hier weiter... Doch, da. Ah ja, okay. Wäre jetzt ein bisschen blöd gewesen, wenn es das schon gewesen wäre. Bringt ein bisschen Mini-EP. So. Hallo Berserker. Mal gucken, wie du so drauf bist. Go denn wie die Unbeirrte. Der König ist uns. Ja. Schön vorsichtig. Das ist Bifrost. Oh, so eine Bifrost-Königin hier. Okay. Hole ich mir jetzt mein Leben zurück. Auch wenn ich eigentlich gegen die nicht gerne das Ding überhaupt zünden wollen würde, aber naja, wenn es gerade nicht anders geht. Ja, und wir verlieren sogar auch noch gegen diesen Gegner. Ich weiß nicht, was mit mir los ist. Wirklich nicht. Ich kann es nicht verstehen. Warum ich dann immer so hektisch werde und einfach nicht ruhiger an die Sache rangehen kann. Ich muss, glaube ich, einfach mehr lernen, die Moves des Gegners zu lesen und nicht es nur darauf anlegen zu wollen, dass ich vielleicht irgendwie meine Sachen durchziehen kann. Oh!
Ja, und wieder ein Angriff von uns, der abgebrochen wird. Auch wieder etwas, was man offenbar nicht abbrechen kann. Ja, wir haben selbst Probleme gegen einen so schwachen Gegner. Also, was soll ich da sagen? Also, ich denke, ich weiß nicht mehr genau, wie es damals bei God of War 4 war. Ich glaube, ich musste, um Sigrun zu besiegen, auch den Schwierigkeitsgrad runterdrehen. Es kann sein, dass das hier auch der Fall ist, weil ich einfach nicht gut genug bin. Das tut mir dann leid. Aber ich kann auch dazu stehen. Ich kann dazu stehen, dass mein Skill dafür nicht ausreicht. Ich habe da kein Problem. Lass dich nicht unterkriegen, du schaffst das! Jo, das hat mal mein ganzes Leben weggefetzt gerade. Die teleportiert sich nur überall rum. Na, vielleicht schaffen wir sie ja diesmal. Ah, geht doch. Endlich mein Erfolgserlebnis. Erledigt. Erinnert mich an unsere Suche nach den Valkyren vor zwei Wintern. Erstmal wollen wir es durchlesen. Skjotrendi, die Unbeirrte. Unbeirrt scheint aufgrund ihrer Zielsicherheit ein passender Titel zu sein. Doch Mimir erzählte mir, dass sie ihn tatsächlich in ihrer Zeit als Assassine verdiente. Sie schaltete ausnahmslos alle ihre Ziele aus, jedoch erst nachdem jeder einzelne Verbündete um das Ziel herum ausgelöscht war. Wow. Ich sehe den Zusammenhang, ja. Es gibt einen Unterschied. Bei den Valkyren fehlte dir Bosheit. Ich weiß das zu schätzen, aber du kennst nicht die ganze Geschichte. Ich weiß, wie sich Unrecht anfühlt. Wie sich Rache anfühlt. Ich ja. möchte dir die Enttäuschung ersparen. Definitiv, ja. Ich, Da haben wir jetzt gerade übrigens, und das finde ich eigentlich auch ganz gut, die Berserker-Handschuhe gefunden. Also, wir müssen alle restlichen Berserker mal töten. Dann bekommen wir wahrscheinlich auch das restliche Set. Und können es nutzen. Das hätte ich ja gerne. So, wenn wir diesem Weg jetzt hier nach oben noch weiter folgen, dann müsste da ja noch irgendwas kommen. Denn immerhin wird da was angezeigt. Die Frage ist, wie kommt man da hin? Hier ist noch irgendwo etwas. Und zwar auf dieser Seite hier drüben.
Aber was denn? Nebelfelder. Ah ja, es muss auch hier irgendwo sein. Hier runter kann man ja auch nicht. Was könnte hier denn noch sein bei den Nebelfeldern? Was könnte hier noch sein? Eine Schatzsuche vielleicht? Hört ihr das? Da weint jemand. Shinmara. Ah, Sotos Liebste. Sollen wir ihr sagen, was passiert ist? Sie weiß es. Wo ist sie denn überhaupt? Wo ist Shinmara? Oh, was haben wir hier? Wow. Ich will zu Shinmara. Ich will mit ihr reden. Wo ist sie? Oh, was haben wir da? Wunderschön. Ah! Eine von diesen Blüten durch alle neuen Welten. Was wächst. Neun Welten in voller Blüte. Leider weiß ich nicht, wo Shinmara ist. Und ich weiß auch nicht, ob man mit ihr reden kann. Keine Ahnung, wirklich. Warum eigentlich nur 54%? Was fehlt hier denn noch? Hier ist noch eine legendäre Truhe. Odins Augen haben wir ja noch nicht ganz abgeschlossen. Naja, aber ansonsten sind wir auf jeden Fall fertig hier. Wo sind denn jetzt noch überhaupt Berserker offen? Muspelheim sind wir fast fertig. Midgard fehlen noch zwei vergrabene Schätze. Hier eine legendäre Truhe und ein Artefakt. Ansonsten war es das auch. Svartalfheim fehlt offensichtlich ja auch nicht mehr viel. Wir haben hier natürlich nur noch dieses Wikingerbegräbnis. Mit Brock. Was natürlich auch noch ganz wichtig ist. Jötunheim haben wir alles gemacht, Hilheim auch. Vanaheim. Fehlt, glaube ich, noch ein Berserker. Da können wir ja sonst mal als nächstes hin. Dann können wir das einmal abschließen. Und zwar Flussdelta. Vielleicht hilft uns ja das Berserker-Rüstungsset genau zu besiegen. So, jetzt müssen wir mal eben gucken, wo wir da hin müssen. Jetzt glaube ich einmal hier lang. Falls wir dann da hinkommen. Ja, es müsste dahin führen. Wie viele Erfahrungspunkte haben wir? Auch 5000. Dann können wir ja sogar, fällt mir gerade auf. Ah, ne, noch nicht ganz. Das hier verbessern. Ah! Look at that. Den haben wir offenbar mal liegen lassen. Vitalitätstau um 2 erhöht. Hey, mal ein nettes Tier, was uns nicht sofort an die Gurgel springt und uns ausweiden will. Der Grabstein. Noch ein Berserkerkampf.
Gut gemacht. Und los geht's. Mal sehen, wer da kommt. Mit Zertkar der Kühne. Dein Kurs wird mein König. Ja, und wir sind ganz erledigt, weil wir keinen Auferstehungsstein mehr gekauft hatten. Ja, und das gegen so einen Bob, ne? Aber der ist ja nun wirklich nicht stark. Da ist ja der Lebensbalken sogar noch grün. Und das heißt ja, dass der, wer weiß, von vor 20 Jahren ist der Gegner. Quasi. Skilltechnisch. Und nicht mal den kann ich einfach so besiegen. Das sollte euch auch eigentlich zeigen, was ihr hier so skilltechnisch erwarten könnt. Nämlich nichts. Wirklich nichts. Zeig, was du kannst. Ja, das sieht doch mal gar nicht schlecht aus hier. Ein bisschen verprügeln jetzt. Perfekt. Geht doch. Eine coole Krone hatte der. Der letzte, oder? Nur noch der König übrig. Ritzekre der Kühne oder so. Laut Mimir war Ritzekre zu seinen Lebzeiten ein mächtiger Totenbeschwörer, der die natürliche Ordnung störte und die Toten nach seinem Willen beschwor. Ach, deswegen. Nach seinem Tod scheint sich diese Fähigkeit umgekehrt zu haben, sodass er nun lebendige Kreaturen als seine Lakaien beschwören kann. Nur von Cedre verdorbene Wesen scheinen empfänglich dafür zu sein, aber trotzdem war es gefährlich. Gut, dass wir diesen Berserker los sind. Ja, seine Berserker waren schon hart, aber ich habe darüber nachgedacht, was du gesagt hast. Wir sollten jetzt gehen. Die Seele eines Toten mit dem Schwert aufzusaugen, ändert auch nichts mehr. Es ist gut, dass du das sagst. Ich werde mich ihm trotzdem stellen. Was? Nach deinem ganzen Gerede über Rache und Bosheit? Es sollte am besten keine bösartigen Geister in Midgard geben. Aber ich musste wissen, warum du das wolltest. Ha. Wer hätte das gedacht? Tja, Mimir. Und damit haben wir alles, was wir bräuchten, um gegen ihn anzutreten. Interessant. Was wir außerdem noch bekommen haben, ist hier so ein Knauf. Das Aktivieren von wütende Verbrennung löst die eine Weltenverschiebung aus. Das ist natürlich sehr cool. Sollten wir auf jeden Fall verbessern. Und bei Rüstung, Berserker Kyras haben wir. Berserker-Panzerhandschuhe. Geringe Glückschance, dass erfolgreiche Treffer eine Seelenexplosion auslösen, die Schaden verursacht und die Abklingzeit einer Reliquie teilweise wiederherstellt.
Aber wir haben immer noch... Doch, Berserker-Hüftschutz da. Dann hätten wir tatsächlich alle. So, was fehlt in Vanaheim denn sonst noch? Flussdelta gefallen. Wir haben noch einen Flussdelta gefallen nicht getan. Hier drüben ist auch noch irgendwas. Da fehlt auch noch Odins Raben, haben wir da auch noch. Hä? Was haben wir denn da nicht gemacht? Und welchen Gefallen haben wir hier nicht abgeschlossen? Frage ich mich gerade. Hier ist auch noch ein Rabe von Odin. Okay, bevor wir jetzt irgendwas machen, werden wir jetzt nochmal hier lang gehen. Welchen Gefallen haben wir denn noch offen? Blumen aus den neuen Welten sammeln. Ja, da sind wir gerade bei. Zu dem Grab zurückkehren, in dem Skoffnung entdeckt wurde. Achso, das ist das. Hehlrisse schließen. Odins Raben töten. Geschenk der Raben öffnen. Die Albenkappe finden. Aber sonst, was haben wir denn hier angeblich nicht? Ist vielleicht das mit den Blumen, ist das der Flussdelta gefallen? Das wäre jetzt für mich so die einzig logische Erklärung. Warum das noch nicht als abgeschlossen gelten könnte. Oder wir haben den einen Flussdelta gefallen tatsächlich noch gar nicht gefunden. Was noch merkwürdiger wäre. So, auf zur südlichen Wildnis. Da gibt es offenbar noch ein bisschen was zu finden. So. Hier ist ja auch noch irgendwas. Und noch ein weiteres. Ein Hehlriss. Okay. Das ist dann auch vermutlich der letzte, ne? War das nicht so? Wir müssen nur noch einen schließen. Das ist auch, glaube ich, schon der heftigste von denen, die da rauskommen könnten. Ja, das war, glaube ich, tatsächlich auch der Gegner, der Hauptgegner. Ja. Sämtliches Chaos durch Garm wurde behoben. Gut, das freut mich. Was sagt man dazu? Es würde Atreus freuen, dass wir einige Dinge zu Ende geführt haben. Vielleicht sollten wir Reichsvölker informieren. Vielleicht. Wäre keine schlechte Idee. Hacksilber 10.000, Essenz von Hehl. Weltenstaub. Frostflamme. Damit kann die Leviathan-Axt verbessert werden. Nice. Oh. Hab ich auch liegen lassen. So, was haben wir hier noch? Nornentruhe und Odins Raben sind hier noch. Wo ist Nornentruhe? Warum haben wir hier so viele Sachen liegen lassen? Das ist irgendwie merkwürdig. Vielleicht finden wir hier noch irgendwie so einen Runenangriff oder sowas, der die ganze Zeit hier rumlag. Das wäre schon echt weird. Hier kommt man nur nachts durch. Wollen wir aber auch, glaube ich, gerade gar nicht.
sehe hier auch keinen Raben von Odin, zumindest aktuell nicht. Es ist hier aber auch alles so grün. Da erkennt man auch einfach nichts. Was ist das hier? Hacksilber, okay. Wo soll hier denn auch noch eine Nornentruhe sein? Ach, die südliche Wildnis geht auch noch hier oben lang. Ah, verstehe. Und wir hätten erst die Tageszeit noch ändern müssen. Sonst können wir nämlich da oben nicht lang und dann kommen wir wahrscheinlich auch an die Nordentruhe nicht ran. Okay. Dann machen wir Folgendes. Wir gehen jetzt einmal nach Helheim. Da. Ich will einmal mit, wie auch immer das Vieh heißt, Resslingre oder so reden und gucken, ob man da noch einen Dialog freispielen kann. Das war, glaube ich, hier, ne? Ich meine, den konnte man hier erreichen. Ja, da oben. Hallo, bin fertig. Hab die Aufgabe erledigt. Leisarmo Kefa. Sie wusste, dass sie geschlossen sind. Und es gibt keine Belohnung, wenn wir sie schließen. Wir hatten nichts erwartet. Dann würde ich empfehlen, zu verschwinden. Sie ist schließlich eine Leichenfresserin. Dann gehen wir mal. Toll. Nicht mal irgendwie, weiß ich nicht, ein Keks, ein Mauam, ein Kaugummi, ein Glückslos. Bin schon ein bisschen entsetzt, wie hier die Mentalität ist. Die Quest-Mentalität. Die ist nämlich wirklich nicht zufriedenstellend.